Hallo und herzlich willkommen zu einem Insider-Bit. Hier aus dem Süden Deutschlands zu einem Timbersports-Wettkampf, bei dem es hauptsächlich um den Einsatz von Äxten und Motorsägen geht. Und ich versuche die Frage zu beantworten, ob das nun Sport ist. Jetzt! In den USA ist das Ganze als Lumberjack-Competition bekannt. Hier noch die letzten Vorbereitungen und dann kann es schon losgehen. 3, 2, 1, Das Holzschlagen auf dem Block scheint nicht ganz ungefährlich zu sein. Damit kann man sich auch rasieren, oder? Rasieren mit. Operieren auch. Ja, schon mal. Gib Gas! Ja, der hat schon. Darf man da mal so anfassen oder nicht? Ja, klar. Wir nehmen aber keine Haftung. Oh la la. Die Disziplin Standing Block Chop ist zwar weniger spektakulär, aber scheint sicherer für die Füße. Und dann ist da noch mein Favorit, Tree Climb Block Chop. Dabei wird das Brett, auf dem man steht, im Stamm verkeilt und der Holzblock in über 2 Meter Höhe gespalten. Und die Anfeuerung stimmt schon hier. Auf geht's, Matthias, auf geht's, Tim. Auf geht's, Jenny, auf geht's. Und jetzt heißt es Gas geben. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass vielleicht doch mal jemand vom Brett fällt, aber das ist nicht passiert. Außer den Timbersports-Disziplinen gab es auch noch andere Nebenwettkämpfe. Wie hier das Holzblöcke stapeln mit dem Bagger. Den Zuschauern scheint es zu gefallen und es ist auch zu früh am Morgen, um es eventuell auf den Bierkonsum zurückzuführen. Cool war auch die Motorsägenkunst. Ziemlich beeindruckend, was man mit dem Ding noch so anstellen kann. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob es nur als Sport gelten soll, aber Spaß hat's gemacht. Und natürlich Glückwunsch an die Sieger.